Ja, ich soll der Spezialist sein, Thomas. Mein Name ist Anthony Lee. Der Name ist jetzt britisch, also viele erwarten ja hier einen Asiaten an der Bühne, das habe ich oft erlebt. Ist nicht so. Also meine Mutter ist deutsch, mein Vater war Brite, war Soldat hier in Deutschland und das Resultat bin ich. Ich bin 46 Jahre alt, bin verheiratet mit einer Frau, habe drei Kinder, die ihr Geschlecht kennen. Ich habe erstmal ganz erstaunt in die Luft geblickt, als Thomas, als du mich angerufen hast vor ein paar Wochen und gesagt, kannst du dir vorstellen, nach Cottbus zu kommen? Und als du mir erklärt hast, worum es geht, habe ich gesagt, da musst du hin. Das könnte nämlich eine Signalwirkung ausstrahlen, auch zu uns in den Westen, weil ich habe langsam das Gefühl, dass bei uns immer noch alle im Tiefschlaf sind. Ich muss das ein bisschen differenzieren. Genau heute vor drei Jahren, sind wir mit 15.000 Treckern nach Berlin gefahren. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es bestimmt gesehen. Da hat sich eine Bewegung gegründet, die nennt sich LSV, Landwirtschaft verbindet Deutschland. Da haben nämlich die Bauern die Schnauze voll gehabt von der Politik, die wir schon seit 20 Jahren hier in diesem Land haben. Wir werden drangsaliert, uns werden Handfesseln, Fußfesseln angelegt, wir sollen die Schnauze halten, wir sollen das machen, was Politik macht und wir haben da gesagt, das machen wir nicht mehr. Und deswegen sind wir alle aus allen Bundesländern nach Berlin gefahren und haben ein Zeichen gesetzt. Aber wir haben einen riesen Fehler gemacht. Wir sind nach einem Tag wieder nach Hause gefahren. Wir hätten da stehen bleiben müssen und wenn es sein muss, bis heute, bis Politik genau das macht. Bis Politik genau das macht, was nicht Thomas richtigerweise gesagt hat, was die Mehrheit in diesem Land will. Und wir alle sind die Mehrheit. Frag doch mal, geht doch mal in die Kneipe, sprecht doch mal in der Familie. Die meisten denken doch genauso wie wir. Es traut sich nur keiner zu sagen. Wir haben bei mir zu Hause in Niedersachsen vor, glaube ich, 3 Wochen eine Wahl gehabt, eine Landtagswahl. Wir haben jetzt einen Umweltminister, Herrn Mayer. Schöne Grüße an meine Freunde nach Goslar. Dort ist nämlich auch eine Demo, da ist die Umweltministerkonferenz. Und ich habe gerade ein Video gesehen von meiner Berufskollegin Wilma Ederhoff. Weltklasse, habe ich eben bei meiner Facebook-Seite gepostet. Irre, was die gesagt hat. Eine mutige Frau, die sich hinstellt und genau das sagt, was jeder denkt. Herr Mayer ist gewählt worden als Spitzenkandidat der Grünen mit 9,5%. Die Hälfte in Niedersachsen ist nicht zur Wahl gegangen. Das heißt, dieser Mensch ist mit nicht mal 5% Minister geworden. Und das ist genau das, was meine Vorredner hier gerade gesagt haben. Es kann doch nicht sein, dass wir von Minderheiten regiert werden. Und diese Minderheiten, die können ja gerne, mir ist es vollkommen egal, die Grünen können ihre Politik machen, wie sie wollen. Das Problem ist, dass andere etablierte Parteien, Volksparteien, diesen Bullshit mitmachen. Das ist das Schlimme. Kurz noch zu meiner Person. Ich habe nach der mittleren Reife eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht. So hieß das früher noch, da hat man Teile repariert und nicht ausgetauscht. Wegen der Nachhaltigkeit. Danach bin ich zur Bundeswehr gegangen, weil ich natürlich sehr militärisch geprägt aufgewachsen bin. Ich bin auf einer US Air Force Base groß geworden und ich wollte unbedingt Soldat werden. Habe mich dann als Unteroffizier bei den Panzergrenadieren ausbilden lassen, bin danach zu den Fallschirmjägern gegangen und war 8 Jahre dort bei der Truppe, habe dann gesagt, du machst mal irgendwas anderes, weil das Niveau ist dann auch ein bisschen runtergegangen, habe mein Abitur nachgemacht und bin dann zur Polizei nach Berlin gegangen. Also Berlin ist schon ein besonderes Pflaster, muss ich sagen, und ich muss wirklich erstaunt sagen, also der Osten ist wunderschön. Ich war noch nie in Cottbus. Ist eine traumhaft schöne Stadt, also Chapeau. Nicht mit einzuschreiben. Also ich schreibe über niemanden ein, ganz ehrlich. Also ich habe kein Skript. Das kann jetzt heute gut gehen, das kann auch ganz schlecht gehen. Mal gucken, wie der Nachmittag noch verläuft. Aber was ich damit sagen will, ich habe also auch einen Beruf gelernt, ich habe in Staatsdienst gearbeitet und danach bin ich wieder in ein Handwerksunternehmen gekommen, nämlich zu meiner Frau auf dem Betrieb. Ich bin nämlich dann 2010 bei der Polizei ausgestiegen in Berlin und bin Landwirt geworden. Ich habe nach 2 Jahren praktischer Arbeit die Ausbildung zum Landwirt nachgeholt und bin entsetzt,
ich bin entsetzt, wie dieses Land, wie die Politik mit den Menschen umgeht, mit dem Handwerk umgeht, was übrigens mit dem nachgelagerten Bereich die meisten Arbeitsplätze in diesem Land stellt. Wir stellen die meisten Arbeitsplätze. Und, warte. Und das Schlimmste ist ja, man schlägt doch niemals die Hand von demjenigen, der einen füttert. Und das passiert hier gerade im ganz großen Stil. Ich möchte euch zwei Beispiele, nur zwei Beispiele, weil es nicht zu fachlich werden soll, zwei Beispiele nennen, was in diesem Land fundamental schiefläuft und ungerecht ist. Und ich hasse Ungerechtigkeiten und deswegen stehe ich auch hier. Deswegen setzen wir uns. Wir kriegen kein Geld von LSV. Das machen wir alles so nebenbei. Ich habe einen Job. Ich bin am Morgen um 5 Uhr ins Auto gestiegen und hierher gefahren. Das mache ich aber, weil ich das den Leuten erklären möchte, dass hier Dinge massiv schieflaufen. 2012 musste jedes EU-Land die Brunnen, also die Messwerte der Trinkwasserentnahme stellen, beziehungsweise der Grundwasserparameter melden, also der normalen Brunnen. Jedes EU-Land hat den Durchschnittswert gemeldet. Deutschland hat nur den Höchstwert gemeldet. Das heißt also, wir sind so bekloppt gewesen, dass wir von vornherein gesagt haben, wir sind in Europa die Schlechtesten. Das ist doch totaler Wahnsinn. Was ist daraus passiert? Daraus ist gefolgt, dass Brüssel, und da mache ich der EU ausnahmsweise mal keinen Vorwurf, gesagt hat, Deutschland, ihr müsst eure Hausaufgaben machen. Ihr müsst die Landwirte beschneiden, die dürfen nicht mehr düngen und Grundwasser verseuchen und was nicht alles. Wir sind ja auch Tierquäler, wir sind ja das Schlimmste, was es gibt. Wir sind ja die Allerschlimmsten in diesem Land. Aber das Problem dabei ist, dass wir als Landwirte jetzt rote Gebiete ausgewiesen bekommen, indem wir eine Pflanze nur 20% unter ihrem Bedarf düngen dürfen. Was für ein Wahnsinn ist. Ihr habt ja kleine Kinder, die meisten von euch. Gebt euren Kindern doch mal sein Leben lang nur 20% unter dem Tagesbedarf. Da kann nichts draus werden. Und wir haben ja nun Trockenheit. Jeder normal Denkende in diesem Land weiß doch, dass eine Pflanze Dünger braucht, damit sie Wurzelwachstum hat, damit sie eine Blattmasse entwickeln kann, Photosynthese, das ist alles, was so normalerweise, also früher zu meiner Zeit hat man sowas in der Schule gelernt noch, das wusste man im Biounterricht und das passiert nun mal momentan nicht. Das heißt also, ich habe hier vorhin ein paar Bäcker gesehen, wir waren dieses Jahr in Deutschland nicht in der Lage, brotbackfähigen Weizen zu produzieren, weil wir entsprechend Proteine brauchen, damit die Bäcker auch damit umgehen können. Das heißt also, wir importieren dann Ware. Das Gleiche ist, dass wir hier unsere Tierhaltung halbieren sollen. Das ist übrigens passiert in den letzten 20 Jahren. Die Tierhaltung in Deutschland hat sich halbiert. Und das führt dazu, dass wir Diskussionen haben, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Dr. Eckart von Hirschhausen als Komödiant sich dahinstellt und sagt, wir müssen sofort die Tiere abschaffen, die furzen uns das Klima kaputt. Das muss immer, kein Witz, das sagt er da. Das sagt er da. Und Politik reagiert ja darauf. Das heißt, wir werden immer mehr beschnitten mit massiven Auflagen. Das heißt, wir sterben hier gerade wie die Fliegen. Schweinehaltung, Schweinemastbetriebe, in einem Jahr 2000 Betriebe weg. Das sind Familienunternehmen. Wir stehen hier noch nicht, ihr steht doch hier nicht, weil wir eine bessere Work-Life-Balance haben wollen. Wir wollen auch nicht mehr Geld haben. Wir wollen einfach nur unseren beschissenen Job machen dürfen. Mehr nicht! Wenn wir allen Ernstes betteln müssen, um unseren Alltag nachzugehen. Wir wollen morgens aufstehen, wir wollen Bruttosozialprodukt, wir haben Verantwortung für unsere Mitarbeiter, wir wollen hier Steuern bezahlen, wir wollen aber auch, dass die Steuern vernünftig ausgegeben werden. Das, was eigentlich zum Sozialstaat gehört, und wir haben es vorhin gesagt, das Bürgergeld, ich habe gerade gelesen, ist es durch. Es geht doch nicht, keiner hat doch ein Problem damit, irgendeinen, der sozial schwach ist, zu helfen. Das ist Menschlichkeit, das ist doch vollkommen normal. Aber es kann doch nicht sein, und jeder weiß, es traut sich nur keiner zu sagen. Es gibt doch genügend, die jetzt noch auf dem Sofa sitzen, sich die Eier kraulen und froh sind, dass wir ihr das Geld überweisen. Das ist doch nicht normal. Wir haben vorhin über Klimaschutz gesprochen, wir haben vorhin über Versorgungssicherheit gesprochen und so weiter. Das ist alles vollkommen richtig. Aber es geht doch nicht darum zu meckern, sondern wir wollen auch Lösungen präsentieren. Und wir haben Lösungen da. Wer gestern Abend zufälligerweise Markus Lanz gesehen hat oder nicht gesehen hat, guckt es euch nochmal an. Ich habe es mir gestern Abend halb angeguckt, bin dabei eingepennt. Habe es mir heute nochmal im Auto angehört. Wir haben in Niedersachsen Gasvorkommen ohne Ende. Und jetzt kommt das Stichwort Fracking. Man hat es in Deutschland geschafft,
Fracking sowas von kaputt zu machen, als ob es das Unheil schlechthin ist. Guckt euch diese Sendung an. Da sitzt der Fachmann, den wir in Deutschland haben, und redet über das Fracking. Der war beauftragt worden, seit 10 Jahren von allen Bundesregierungen zu prüfen, können wir fracken. Und dann hieß es jedes Mal, egal wer das gemacht hat, geht, kein Problem, können wir machen. Wir brauchen auch nicht, wie die Amerikaner das zu machen, mit Chemie und so, können wir mit Sand machen und können wir machen mit Mitteln, die sind noch nicht mal so gefährlich wie Spülmittel. Guckt euch bitte die Sendung an. Und Stefan Weil, unser Ministerpräsident, sitzt da und widerspricht noch nicht mal. Das heißt also, wir hätten ja, wenn wir letztes, oder als der Krieg angefangen hat in der Ukraine, sofort anfangen müssen, das würde jeder Handwerksbetrieb machen, ich habe ein Problem, ich überlege kurz und suche nach Lösungen. So würde jeder Unternehmer agieren. Und die Politiker da oben, das sind nun mal diejenigen, die gerade der Chef sind und für diese Firma Deutschland die Verantwortung haben und dann entsprechend Lösungen präsentieren müssen. Die Lösung kann doch nicht sein, dass wir, wie vorhin erwähnt, wirklich vom Yankee drüben das Fracking-Gas hierher holen, was viel schlimmer gefördert wird dort, hierher holen. Dort geht bei dem Prozess Flüssiggas 20% allein schon verloren, CO2-Fußabdruck ohne Ende durch den ganzen Quatsch. Dann holen wir hier Terminals her, die Terminals, die wir übrigens haben, die jetzt auf einmal das Doppelte kosten, 6,6 Milliarden Euro, kaufen wir von dem Australier ab und der Australier sagt, wir setzen die nicht ein, weil die zu umweltschädlich sind. Der Australier, weil zu viel Chlor eingesetzt wird. Das kannst du doch keinem mehr verkaufen, diesen Schwachsinn. Wahnsinn! Und Herr Habeck... Habeck wird ja jetzt sehr scharf von unserem europäischen Nachbarn kritisiert. Warum denn wohl? Nicht, weil er zum Katari geht und den Bückling macht oder vom Amerikaner was holt oder wir, wie vorhin völlig richtigerweise gesagt haben, trotzdem noch russisches Gas hierher bekommen, ja, aus China, über Umweg oder aus Indien, Öl. Es ist komplett lächerlich. Deutschland ist so doof in dem Fall, ich muss das mal so sagen, beziehungsweise unsere Verantwortlichen. Der Franzose hat ja ganz klar noch geregelt, wir werden weiterhin Brennstäbe aus Russland holen und die alten zurückgeben. Brüssel handelt immer noch Diamanten mit Russland. Und wir kriegen, die Italiener kriegen Öl und setzen es in Genua, mineralisieren oder setzen es um zu Diesel und verkaufen es in die USA. Die einzigen, die sich an den ganzen Quatsch halten, sind wir. Woran liegt das? Weil man uns hier deindustrialisieren will. Das ist vollkommen klar. Frau Herrmann von der Taz, sicherlich das Interview gesehen. Frau Herrmann ist nicht irgendeiner. Das ist die Ikone der Grünen. Und sie hat den Mumm, das zu sagen, was sie vorhaben. Das respektiere ich auch bei dieser Frau. Sie sagt, was sie will. Das Problem ist, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will diesen Wohlstand, den wir hier alle erarbeitet haben, den möchte ich erhalten. Weil es schön ist. Weil wir einen Sozialstaat haben, wir können Schwache helfen, wir können uns selbst helfen. Wir können auch anderen Menschen in Not helfen, aber wir erschaffen Wohlstand und das ist das, was wir wollen. Wir wollen hart arbeiten, wir wollen dafür in Not werden, mehr nicht. Ganz einfach, Kreislauf. Ja? Aber das verstehen anscheinend viele nicht, weil ich habe es ja gerade versucht zu erklären, das kannst du mit Klimaschutzgründen ja alles überhaupt nicht begründen, was hier gerade passiert. Genau das Gegenteil passiert. Wenn wir die Landwirtschaft hier abschaffen, Tierhaltung hier abschaffen, wir sollen hier Fläche stilllegen. Wir sind gerade in Goslar und diskutieren über Wiedervernässung der Moore. Überlegt mal, das hat Jahrhunderte gedauert. Mit Blut, Schweiß und Tränen haben unsere Vorfahren diese Kulturlandschaft hier erschaffen. Wer soll denn die pflegen, wenn wir keine Weidetierhaltung mehr haben? Wer von euch war schon mal im Allgäu? Wer soll denn das machen? Uns wird erzählt, wir sollen hier Grünland umbrechen, um dort brotbackfähigen Weizen anzubauen. Das ist der größte Schwachsinn, den ich gehört habe. Da wächst nun mal nur Gras, weil darunter gleich Steine sind. Und dann wird eine Trogteller-Diskussion, also Trogteller heißt, dass wir angeblich 60% für die Verfütterung der Tiere nutzen. Daraus sollten wir aber lieber brotbackfähigen Weizen machen. Das funktioniert aber nicht. Da kannst du genauso gut sagen, hier ist eine Silvesterrakete, siehst du, dass du mit zum Mond fliegst. Das ist Utopie. Das geht nicht. Aber das sind Dinge, die uns jeden Tag erzählt werden. Und das Problem ist einfach, dass wir auch regiert werden. Nicht von den Ministern Habeck, Frau Baerbock und so. Das Problem ist, wer sitzt denn in den Ministerien? Wir haben es doch gesehen, alles voll unterwandert von NGOs. Wir sehen es bei Frau Morgan, Jennifer Morgan, die Chefin von Greenpeace, die jetzt mit Frau Baerbock einmal um die ganze Welt fährt und überall da sitzt. Pennt ja meistens ein bei irgendwelchen Klimakonferenzen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, das Bild, fand ich abenteuerlich.
Und dann haben wir das gleiche bei Herrn Özdemir, die sind unterwandert von NGOs, vom NABU und BUND. Bei Frau Schulze, unsere Entwicklungsministerin, ist immer noch Herr Flassbart. Herr Flassbart ist auch vom NABU. Und genau die gehen die Geschäftsmodelle nach. Stellt euch mal vor, wir würden alle unsere Klimaziele erreichen. Wir würden genau das umsetzen, was die Grünen wollen. Das würde alles klappen. Dann wären die überflüssig. Dann wären die komplett überflüssig. Deswegen muss man immer ein Feindbild haben. Deswegen muss immer erzählt werden, die Autoindustrie muss weg. Die ist schlecht. Die ist komplett schlecht. Die Landwirte müssen weg. Die sind komplett schlecht. Aber was passiert denn dann? Wir werden doch nur 1:1 im Ausland ersetzt. Ich bin Ackerbauer. Ich mache Zuckerrüben, Mais, Raps. Wenn ich einen Hektar bei mir stilllege, dann muss der woanders auf der Welt, auch in Russland oder in der Ukraine, mit dem Faktor 3 wieder generiert werden. Was ist denn daran nachhaltig? Gar nichts ist daran nachhaltig. Glaubt irgendeiner von euch, wenn wir Tiere aus Südamerika oder aus China importieren, dass da Tierwohl-Labels draufsteht, dass da soziale Standards gelten, dass da Umweltstandards gelten? Gar nichts davon gilt. Lasst uns die Wertschöpfung hier im Land behalten. Hier haben wir den Griff drauf. Ihr guckt schon so auf die Uhr. Es tut mir leid, aber ich könnte stundenlang, also es nervt mich nur noch, was hier los ist. Wichtig ist, und das ist das Signal, ich werde hier heute, ich habe eben so viele Gespräche geführt, mit einer Ärztin, mit Bäckern, mit Bauern, wir haben alle das gleiche Problem. Und du hast es vorhin vollkommen richtig gesagt, Thomas. Ich sage, wir müssen 3,5% auf die Straße bekommen, weil wir, darf ich das im Osten, darf ich das sagen? Ja, wir sind das voll, im Westen darf ich das nicht sagen. Aber es ist ja so. Es ist doch so, wenn wir als Mehrheit auf der Straße sind und sagen, Politik macht das in diese Richtung, dann wird auch die jetzige Regierung irgendwann nicht dran vorbeikommen. Und dann muss sie das machen, was wir sagen. Das Problem ist einfach, dass wir ein Wahlrecht haben, was völlig irre ist. Über die Hälfte wird gewählt, weil sie auf einer Liste steht. Ich könnte hier die Cola-Flasche rein theoretisch im Bundestag wählen. Du kannst ja sogar als Mann auf ein Frauenticket heutzutage im Bundestag kommen. So irre ist es ja schon. Und solange dieses Wahlsystem noch so ist, wird es auch nicht besser. Deswegen geht es nur mit Druck. Und lasst mich euch eins erzählen. Das war ja hier das eigene Statement vorhin. Wir müssen, ich kann diesen Scheißspruch nicht mehr hören, wir müssen mit der Politik im Gespräch bleiben. Nee, müssen wir nicht. Drei Jahre. Sind wir in den Bundestag, in die Landtage ein- und ausgegangen. Und ich habe eins immer gehört, als ihr damals in Berlin da wart, da haben wir richtig Schiss gehabt, weil ihr so viele wart. Und das Problem ist, wenn wir uns als Mittelstand, und der Mittelstand ist mehrfach gesagt heute, ist die absolute Masse hier. Es ist vollkommen egal, ob du Landwirt bist, ob du Maurer bist, ob du Dachdecker bist, Heizungsbauer bist, Floristin bist, es spielt keine Rolle. Wenn wir geschlossen sagen, so nicht, dann kommen die nicht vorbei. Dann müssen die Politik ändern. Aber wir müssen uns vereinen. Im Westen, im Osten, im Norden, im Süden, vollkommen egal. Und lasst uns, ich weiß, die Präsidentin hat das vorhin gesagt, ich weiß, sie ist noch da, die hat vollkommen richtig was gesagt. Als ich in Berlin bei der Polizei war, habe ich auch Demonstrationen begleitet. Da habe ich gedacht, Mensch, ob das noch vom Versammlungsrecht gedeckt ist, dieser Quatsch, der hier läuft. Also das ist teilweise richtig aus dem Ruder gelaufen. Und guckt euch doch mal an. Das ist doch, wir verlassen den Platz sauberer, als wir ihn vorgefunden haben. Ja? Also mehr friedlich geht ja gar nicht. Nur trotzdem müssen wir das bundesweit hinkriegen. Wir müssen bestimmt auftreten. Wir dürfen uns keine Angst machen lassen. Wir dürfen uns nicht sagen, ihr seid rechts, ihr seid links. Das spielt hier überhaupt keine Rolle. Es geht hier, wie gesagt, um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder. Und ich möchte für meine Kinder eine saubere, vernünftige Zukunft haben in einem Land, in dem ich gut und gerne lebe. Nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich wusste nicht, was mich hier erwartet. Ich bin hier so herzlich aufgenommen worden und das finde ich einfach toll und ich bin froh und ich sage es ganz ehrlich, ich bin froh, dass es die Ostdeutschen gibt, die anscheinend viel bessere Antennen haben als wir, die viele Dinge viel eher erkannt haben
die letzten 3 Jahre, die ganzen Krisen, die wir haben. Ich verfolge das ganz genau. Ich habe ganz viele Freunde noch von meiner Bundeswehrzeit und Polizeizeit, die hier in Ostdeutschland wohnen. Und irgendwie brauchen wir euch anscheinend in diesem Land. Ihr müsst die Speerspitze sein. Und ich hoffe, dass der Westen diesem Beispiel folgt. Vielen, vielen Dank.